Ja, ich habe auf jeden Fall einen Tipp für die neuen Bewerber oder für die nächste Aito-Staffel. Für die neuen Leute, die bei Aito mitmachen. Also ich kann den neuen Kandidaten auf jeden Fall sagen, dass sie sich bewerben sollen. Es war die geilste Zeit meines Lebens da drin. Macht auf jeden Fall mit erstmal. Also mein Tipp an unsere Nachfolger ist auf jeden Fall, verbiegt euch nicht. Dass sie nicht jetzt zurückschauen, auch wenn sie polarisieren, ist ja gut, will man sehen, alles andere ist langweilig. Offen kommunizieren und ja, auch mal sich trauen, was zu machen. Sie sollen auf ihr Herz hören, Gefühle freien Lauf lassen und Spaß haben und genau die Zeit in der Villa genießen. Einfach eine gute Zeit zu haben und ja, offen zu sein. Ich kann es nur empfehlen, hat mega Spaß gemacht, war wirklich die geilste Zeit in meinem Leben. Meinen Nachfolgern würde ich auf jeden Fall auf den Weg geben, dass sie immer sie selbst sein sollen, nicht so viel Alkohol trinken sollen. Einfach ehrlich und immer offen zu kommunizieren, Spaß zu haben und das genießen, weil es echt eine coole Zeit ist.